So, also Peace Männer, herzlich willkommen zum Schusstest von dem Chuckalob Archery Amber. Den habe ich von der Bogensportwelt zur Verfügung gestellt gekriegt zum Testen. Und jetzt legen wir mal los. 62 Zoll, einteiliger Jagd-Recurve, Rechtshand 35 Pfund. So, also Peace Männer, wie gesagt, wir kommen jetzt zum Schusstest vom Chuckalob Archery Amber von der Bogensportwelt, den was ich freundlicherweise zum Testen zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Schüsse aus verschiedenen Kameraperspektiven, aus verschiedenen Entfernungen, dass ihr den Schuss seht, dass ihr den Auszug vom Bogen seht, das Schussgeräusch hört. Und ich sage noch irgendwas dazu. Ich habe eine Chobama geschossen, er ist sehr präzise, sehr ruhig, sehr schnell. Es war Dacron-Sehne dabei, die ist mir zu lapprig, also ich schieße ja ungern Dacron, das ist ja 12 Stränger. Die ist an sich gut, aber ich habe jetzt dann 10 Stränger Whisper String, also Speed-Hybrid-Sehne draufgeballert von Botnik. Die ist tausendmal besser, die haut die Pfeile schneller raus. Das stoppt den Bogen zwar dann abrupter ab, ne? Viele Bögen neigen dann zu krachen, ja, aber der jetzt nicht. Durch das Bambus, Spiderwood und das Carbon im Wurfarm fängt er die Vibration sehr gut ab, wirft den Pfeil gut schnell raus und hat fast null Handschock. Ne? Klar, auch durch das Gewicht. Er ist ziemlich schwer, viele mögen das nicht. Viele sagen, das ist wieder gut. Ich mache es nicht unbedingt so schwer, aber ich sag mal so, bei dem Bogen ist es genau richtig. Ja, und jetzt schießen wir einfach mal. Also ihr werdet es gehört haben, er ist wirklich leis, ist schnell, wie gesagt, er stoppt abrupt ab durch die Speed-Zähne, durch die Botnik Whisper String, aber das Griffstück und das Carbon in den Wurfarmen tut das super absorbieren. Ja. So, also Männers, ich versuche jetzt mal den Pfeilfluch mit drauf zu kriegen und dass ihr seht, wo die Pfeile im Ziel einschlagen. Wir schauen uns dann auch das Trefferbild an und ich hoffe, dass ich den Bogen mit drauf kriege. Ja. So, ich nehme euch jetzt mal mit vor zum Trefferbild. Ich habe einen Ausreißer, wobei ich wollte jetzt auch nicht alle genau in die Mitte ballern, sonst gehen wir da meine ganzen Pfeile kaputt. Aber ich denke mal, ihr habt es gesehen, ist eine schöne Gruppierung, alle schön zentral. Ne? Also er wirft auch wirklich gleichmäßig, die Pfeile stecken alle ziemlich gerade drin. Ich sagte, der eine war ein bisschen Ausreißer, ansonsten habe ich ein wenig gestreut geschossen.
Und natürlich auch schnell, dass es nicht so ewig sich hinzieht, aber das sieht gut aus, ne? So, also ich denke mal, man hat es gerade schön gesehen. Ich kann jetzt auch nicht zu weite Entfernungen schießen wegen der Kamera und dass man das alles noch schön sieht und so weiter. Aber der verhält sich auf lange Strecken genauso. Ich könnte jetzt noch mal 10 Meter weiter hinter, die Gruppierungsleistung bleibt die gleiche, definitiv. Und wie gesagt, ich denke, man hat jetzt die Geschwindigkeit schön gesehen. Also der geht wirklich raus wie ein Strich und schießt halt auch butterweich. Ne? Also das ist wirklich krass. Na, ich meine, das ist genau das, was man vom High-End-Bogen erwartet. Wenn der jetzt noch Bambuswurfarme hätte, wie zum Beispiel der Smoked Amber, ja, fände ich es noch cooler. Ich kann zwar zu diesem Spiderwood nicht besonders viel sagen. Es gibt ja Spiderwood, das sind Wurzeln, die werden zum Aquariumbau genommen. Das ist jetzt Spiderwood, speziell entwickelt für den Bogensport. Wenn jemand zufällig weiß, was es mit dem Spiderwood auf sich hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ja. Jetzt machen wir noch einen kleinen Test auf die Tatami-Matte. Wir schauen mal, wie weit der Pfeil durchgeht. Bei meinen normalen Bögen, bei Malachit ging es nur so einen Zentimeter hinten raus. Beim Nesta zum Beispiel so 5 cm. Ja. Wenn der Tobi mit seinem 45er drauf schießt, geht es ungefähr so viel durch. Ja. Jetzt schauen wir mal, was der Amber zu bieten hat. Ja. Pfeil ist ein 18,5 Gramm leichter Gold Tip Warrior mit 700 Spine auf 29 Zoll mit 70 Grain Spitze. Ja. Also das Ding ist ultra leicht, ultra schnell. Bei so einem Durchschlagstest wäre teilweise ein schwererer Pfeil besser, weil der hat mehr Penetrationsenergie. Aber wenn ein leichter Pfeil schnell genug ist, geht er auch durch. Ja? So, ich nehme euch jetzt mal wieder mit vor. Kein Videoschnitt, sonst könnte man ja sagen, ich habe beschissen. Also der unterste sieht am besten aus. Also ich denke, man sieht schon, die Pfeile gehen auf jeden Fall gut weit durch. Das ist definitiv in Ordnung, also das Ding hat richtig Energy. So, Männers, ich mache jetzt noch einmal einen einzelnen Schuss auf die Tatami. Ich versuche sie mal mittiger zu treffen, dass man das schon sieht. Weil mit den drei Pfeilen, das war ein wenig blöd jetzt. Wir probieren es nochmal gescheit, ne? So, ich hole die Tatami mal her. Also das ist wirklich ein echt gutes Ergebnis, ja. Das rockt. So, Kinders, jetzt machen wir mal noch ein paar Distanzschüsse. Das sind jetzt ungefähr 20 Meter, 25. Vielleicht hört man da das Geräusch, das Schussgeräusch ein bisschen besser. Weil sonst ist es ja so, meist hört man da noch das Einschlagsgeräusch im Ziel. Und wenn der Pfeil ein wenig weiterfliegt, hat man dann im ersten Moment erstmal nur das Schussgeräusch vom Bogen. Und vielleicht kriegen wir ein gutes Trefferbild zusammen. Das fängt ja so gut an, gell?
So, ich nehme euch wieder mit vor zum Ziel. Da wird das Trefferbild natürlich schon ein bisschen schlechter bei mir, gell? Ich hoffe, man hat jetzt den Bogen auch gut gehört. Wie gesagt, das sind 25, knapp 30 Meter. Ja, könnte natürlich besser sein. Ich habe natürlich wieder versucht, schnell zu schießen. Da macht man dann doch den ein oder anderen Fehler. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Wenn wir jetzt den da gucken, der ist genau in der Mitte rein. Und der guckt natürlich hinten wieder übelst weit raus. Ja. Okay, das waren die Distanzschüsse. So, Männers, das waren die Schusstests mit dem Amber. Also ich bin sehr zufrieden. Ich fasse mal zusammen, weite Entfernungen. Er hat einen guten Nullpunkt, schießt schön gleichmäßig. Ich habe ein schnelles Setup drauf. Speed-Hybrid-Zähne, leichte Pfeile. Ja. Carbon und Spiderwood-Wurfarmen halten, was sie versprechen. Die Mekata-Tipps auch, also die wirft wirklich schnell raus. Das große Griffstück absorbiert gut Schwingungen, hat null Handschock. Bogen ist smooth. Ich habe minimal ganz kleine Puffers drauf, weil ich das einfach wegen lieber habe. Es ginge ohne auch. Aber so ist er noch ein bisschen smoother. Kurze Entfernungen, sehr gute Gruppierungsleistung. Sehr präzise, hat eine gute Durchschlagskraft, man hat es bei den Tatami-Matten gesehen. Und für mich könnte er ein bisschen leichter und kleiner sein. Ein bisschen kleiner, 60 Zoll, kleineres Griffstück, wäre mir auch recht, schieße ich auch gern. Aber so dafür ist es ein Top-Bogen, ich kann mir den auch als Turnierbogen vorstellen. Oder einfach als Trainingsbogen, ja, auf dem Parcours und so weiter. Mega fett geiles Teil. Checkt die Links aus, ich habe alles in die Beschreibung. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich an. Würde mich über einen Kommentar freuen. In diesem Sinne, Peace und Cuts for Life. Checkt's and Cuts out.